Also, ich würde jetzt mal die Händlerin wieder einen Landeplatz bauen. Ich habe jetzt den Hof komplett umgebaut. Das heißt, ich werde jetzt bei ihr Weizen kaufen. Das heißt, ich werde das erste Mal Weizen anbauen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie neue Rezepte dann freischalte oder so. Kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Ich werde es einfach jetzt mal probieren und mal schauen. Vielleicht werde ich das Feld hier noch vergrößern müssen. Auf jeden Fall muss ich jetzt zuerst mal wässern, sonst wird das hier wieder eingehen dann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier das Feld direkt vergrößern will. Oder ob ich es. Ja. Ich könnte theoretisch hier oben ein Stück gehen, dann hier unten noch ein Stück erweitern. Aha, meine Bäume wachsen langsam, hä? Ich glaube, ich kann jetzt nichts mehr upgraden. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind da die blöden Sprungfedern immer noch. Oder? Also einen Energiekern kann ich machen. Spiralrankenöl. Aha, ja, Landeplatz müsste ich jetzt eben noch bauen, hä? Oder wieder bauen. Dann die Anzeigetafel, die habe ich auch abgerissen. Aluminiumstange. Aluminium und Steine, hä? Aluminium und Stein. Wobei, das müsste, glaube ich, kein Problem sein. Ja, hier habe ich ein bisschen was. Ja, ich nehme mal die ganze Palette. Ich glaube, ich werde sie halt jetzt hier draußen platzieren müssen. Oder hier seitlich. Hä? Spielt ja aber eh nicht so eine Rolle. Ja, komm, ich mach sie so ein bisschen auf dem Hügel oder was. Dann die Anfragebrett mache ich direkt daneben. Ja, warte mal, ich muss hier ein bisschen Platz machen. So, weg mit dem Zeug.
Es hat mir jetzt tatsächlich wieder was weggeschleudert. Der Saugstrahl ist so dermaßen stark mittlerweile, das schleudert einem das Zeug quer durch die Wildnis. Ich finde, das passt irgendwie da noch so in der Nähe. Ich glaube, die Wetterstation habe ich auch entfernt, oder nicht? Ja. Mörzel. Ja, okay. Gummibeere. Okay. Tapper 2. Ja, mach ich. Werden alle jetzt gerade anbleiben. Ja. Bitte, bitte. Viel Spaß mit Weso, haben wir ihr da macht mit dem. Blaupausen kommt schon ewig lang nichts mehr. Da habe ich komplett alles aufgekauft. Es gibt einfach nichts mehr, was ich noch kaufen könnte. Honigflaschen, Spiralrankensamen. Also jetzt habe ich eigentlich so... Oh. Das ist jetzt aber echt gemein von dir, echt. Ich wollte gerade die Weizensamen kaufen und dann bang, ade merci. Ich muss sagen, es ist... Wie lange haben denn die Spiralranken da? Ich habe das Gefühl, die sind jetzt da schon ewig am Wachsen. Ich bin aber etwas am Überlegen. Das glaube ich, mache ich tatsächlich. Ich mag zwar Zäune nicht, aber was ich tatsächlich, glaube ich, mache, ist... Hier direkt am Feld. Gemein. Ich kann die nicht schön durchziehen, schade. Ich werde es mal ein bisschen weiter außen machen. Mal schauen, ob ich es von hier überbringe. Ist ernsthaft? Come on. Ja. Irgendwie ist das aber nicht gerade. He? Scheiße. Ich mach's ein bisschen weiter außen halt. Wieso nicht? Boah, ey. Ihr wisst ja nicht, was ich gerade denke, was man hier so machen könnte mit dem. Das ist aber ja nicht so mehr so gut, wenn ich das mache, wenn ich da wirklich alles... Oder kann man da ohne Probleme drüber laufen? Oder ist das... Ja, man könnte drüber laufen. Das zählt nicht als Hindernis. Da könnte man richtig krasse Sachen machen.
Ich weiß jetzt nicht, soll ich wirklich das Feld vergrößern oder soll ich es so sein lassen? Das heißt, je größer das Feld, je mehr muss ich wässern und Tatütata. Oh, ich darf nicht zu weit rüber, sonst zerstöre ich das, was ich gerade angebaut habe. Es ist mir eben letztes Mal passiert, da muss man ein bisschen aufpassen, sonst tropft man das komplett raus. Okay, absenken. Ach nö, jetzt wegen dem blöden Zaun hat es mir da so eine Ecke gemacht. Wie bekomme ich jetzt das kleine Stück hier wieder weg? Schauen, zählt das jetzt alles? Kann ich das jetzt hier alles? Ja, das wäre so gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 zusätzliche Felder habe ich jetzt. Jetzt ist die Frage, bekomme ich hier noch einen Zaun schön rein oder nicht? Jetzt weiß ich nicht, ob man den Übergang sieht oder nicht. Ja, man sieht einen Übergang. Mist. Schade. Kacke. Das heißt, man muss wirklich in einem Ruck das Bauen nachher so ansetzen geht nicht. Das ist dann ein Gebastlerwerk dann. Ja, mal schauen, wenn ich den. Ich darf nicht zu nahe gehen, sonst geht es wieder nicht. Ich muss ein bisschen Abstand nehmen. Okay, ganz bündig geht's nicht.
finde das witzig, dass er mit der Hand drauf zeigt und bang ist es da. Ich weiß ja nicht, wie lange da die Spiralranken noch haben zum Wachsen, aber irgendwie geht das gefühlt ewig lang. Ich denke, jetzt kann ich mal da den Pokal endlich mal bauen, oder nicht? So. Best Farmer ever. Benutzen kann ich es leider nicht. Was steht da? Irgendeine außerirdische Sprache? Top, Ant oder irgend so etwas. Keine Ahnung, was da genau steht. Good morning, Sleepyhead. I can't stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Hier hat sogar Nahrungsmittel. Sieht aus wie Tomat, das blaue runde Ding, keine Ahnung. Und so etwas wie eine Zitrone oder so, keine Ahnung. Das blaue. Weiß ich nicht. Ah, ich glaube, ich kann jetzt endlich mal da die Rankendinger endlich mal ernten. Und tatsächlich, ich kann jetzt endlich die Sprungfedern machen. Juhu, juhu. Ich hoffe nicht, dass jetzt da wieder... Ach, und doch. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass da nicht wieder... die Hälfte da hinten in die Pampa rumgeflogen ist. Das heißt, wenn ich dann mal einen Rundflug mache, wird da wahrscheinlich hin und wieder mal was zu finden. Da die Blümchen, die kann man meistens so ein, also ich glaube zweimal ernten und dann muss man sie sozusagen zerstören. Und dann aber wieder bekommt man einen Samen zurück und kann sie wieder pflanzen. Also im Prinzip hat man so unendlich Farbe eigentlich. Also wenn jetzt... Aha, warte mal. Ich muss vielleicht wieder was pflanzen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. He? Ich mache jetzt wieder mal da die Spiralendinger. Dann mache ich... Ja, Gummibären-Ding müsste ich auch mal wieder ein paar machen. Einfach mal... dass ich wieder welche habe. Also eines da hinten, das werde ich freilassen, die 33 Stück. Da werde ich ja dann Weizen machen. He? Dann, ja, Elektrodinger mache ich auch, mache ein paar. Ein Topf hat es mir da hinten geschleudert. Also das ist der Nachteil bei der Düse. Ich weiß nicht, da müssen sie, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen nachbessern.
Hin und wieder haut dir das die Ressourcen da um die Ohren, das ist unglaublich. Jetzt ist die Händlerin da, jetzt muss ich mich beeilen, weil die geht wieder. Hey there, what will it be? Ich möchte... Also Weizen ist das einzige, wo man hier nicht findet. Hm? Ich kaufe genau 33 Stück, weil so viel habe ich Platz. Hm, nee, die muss ich nicht kaufen, nee, nee. Ich könnte eigentlich immer warten, bis die eine Aktion hat. Also hier einige Teile, die kosten ordentlich Geld. Schau mal, was da am Anschlag brät ist. Rollkopfsamen, $50. Glühfrucht, 1800. Gelbes Glas, 200. Sprungfeder, natürliche Spirale, Fraktalitbaren, natürliche Spirale, ich hoffe, dass ich das hier trocknen kann, weil ich habe sonst keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Also Sprungfeder, eine benötigt drei von den Spiralen. Hä? Ich weiß nicht, wie viele Federn ich brauche. Fünf. 10, hä? Alright, let's get to work. 30 Stück in dem Fall. Das heißt, ich habe 40. Das heißt, dann kann ich noch 10 Öl machen. Ich glaube 10 Öl, ja genau. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Rest muss ich jetzt warten. Für mehr reicht es nicht. Also das heißt, die Federn habe ich, Energiekern kann ich machen. Spiralrankenöl fehlen mir insgesamt 26 Flaschen. Das heißt, ich muss auf die nächste Ernte warten. Das geht vorher nicht. Schade. Ich frage mich gerade, ob ich da 26 drin habe. Also, jetzt Weizen. Das erste Mal baue ich hier Weizen. Warte mal, ich habe da noch einen Samen. Oh Mann, wieder die Sprachstörung. Das ist mega genial. So. Das heißt, hier könnte man ein abartiges, riesiges Feld machen. Hier die Bäume bekommen dann eben Früchte. Die kann ich dann auch ernten.
Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich jetzt so zufrieden. He? Ich glaube. Glück gehabt, es reicht der Platz. Nein, jetzt hat es da eine Flasche weggeschleudert, oder nicht? Hoffe nicht. Die wäre zu wertvoll, um das da wegzuschleudern. Natürliche Spirale, Rohstoff entdeckt. Das heißt, ich kann entweder jetzt dann in. Für alles wird es eben wieder leider nicht reichen. Entweder Sprinttempo oder Sprungdüsen. Eigentlich wäre mir lieber Sprinttempo. Aber das kann ich nicht mehr machen. Da brauche ich 26 Spiralrankenöl. Das reicht mir nicht. Das heißt, ich kann jetzt Sprungfedern immerhin machen und der Energiekern. Ich glaube, der Energiekern könnte ich, glaube ich, gerade in Auftrag geben, so wie es aussieht. Energiekern einmal bestätigen, genau. Könnt ihr eigentlich bei der beim Eingang so zwei Der Abstand ist halt nicht top genau gleich. Das ist so schwierig, das bekommt man irgendwie nicht so wirklich. Das ist aber noch cool mit diesen Glühbäumen. Ich glaube, von denen werde ich noch mehr anbauen. Das sind so natürliche Laternen eigentlich. Frage ich mich gerade, ob ich vielleicht die Lichterkette da hinten durchbringe. Teste das mal, ich probiere alles aus mal. Ah, Glühbirnen. Ich brauche Glühbirnen. Wie viel brauche ich? 2, 4, 6, 8, 10 Glühbirnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Sieht irgendwie schon noch geil aus, oder ne? Es
Das Einzige, was ein bisschen noch unlogisch ist, dass es hier hineinregnet. Aber das Problem haben viele Spiele, dass es da reinregnet. In den Dächern hinein und so. Wie lange hast du noch? Geht relativ zügig. Hm? 15 Sekunden, okay. Bau mal welche, ja, ja. Weil hier so bei der Mech-Station, wieso nicht? Das glaube ich, finde ich noch gar nicht mal so schlecht. So bei der Scheune sieht das gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich. Beim Haus hat es nicht gepasst, finde ich. Vielleicht hier auf der Seite, da hinten durch, hier bis dort vielleicht, aber vorne beim Zaun hat es optisch nicht gepackt. Und auf dieser Seite brauche ich eigentlich keine Beleuchtung, da... Gut, die Bäume hätte ich vielleicht ein bisschen weiter auseinander platzieren können. Ich habe sie aber jetzt mal nur hingestellt, weil die... Ah, das leuchtet sogar da durch. Ich finde, so in der Nacht mit Lichter arbeiten, ist das etwas Geniales, finde ich. Hier könnte ich einfach eine hundsgewöhnliche Fackel hinstellen, so dass ein bisschen... Und hier ist ja der Ofen, der leuchtet, da braucht es kein Licht mehr. Sieht doch schon besser aus, oder ne? Morning. Hope you had a good night's sleep. I'm feeling really good about today. Bet we'll run into something amazing. Rollkopf 25 Stück, 5000. I'm counting on you. You'll do it. Much obliged. Wie viele brauchst du? 35, okay. Huge thanks, that's a load off my shoulders.
habe schon wieder 18.000. Ein klein wenig, muss ich ja doch sagen. Bin ich da ein bisschen stolz drauf, was ich jetzt da alles gebaut habe. Pam, der eine hat es voll rüber geschleudert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Weizen. Ich bin mir eben gerade am Überlegen, wegen dem Spiral. Wie viele sind das? Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. 30, 32. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich von den Spiralranken vielleicht noch ein paar kaufen will. Ich glaube, die könnten knapp werden. Mal, ich könnte mal wieder speichern, wenn ich dann Speicherstand verliere, das wäre richtig übel.